Einen wunderschönen guten Abend. Life is life. Ich schalte jetzt noch mal kurz die Technik, gehe noch mal schnell alles durch, weil wir sind nämlich über StreamYard live und da brauche ich immer ein Handy bei der Seite, dass ich sehen kann, wer auch kommentiert und wer auch fleißig Herzl schmeißt. Und jetzt muss ich nur schnell das einstellen, dass ich das alles gut sehen kann. Das heißt, ich habe ein Handy für das öffentliche Profil und ein Handy nämlich für die Facebook-Gruppe. Sehr geil, 17 Menschen sehe ich, sehen zu, wie cool ist das? Also da geht schon mit Vollgas rund, haut so mal die Herzen raus für die liebe Andrea. Ihr hört es schon, meine Stimme ist noch immer nicht wie dieses zarte Kätzchen, was ich euch versprochen habe in der Früh. Aber ich habe eh schon gesagt in die Stories, ich werde einfach die Andrea mehr sprechen lassen heute. So, wir starten gleich los, liebe Andrea. Jetzt schaue ich nur noch schnell, dass ich noch das zweite Handy aktiviere für die Facebook-Community, dass ich alles gut sehen kann, was ihr da so kommentiert. Und dann starten wir mit Vollgas los. Seid ready und habt Bock drauf, die liebe Andrea ein bisschen näher kennenzulernen und ein bisschen mehr zu erfahren über die liebe Andrea, was sie so macht, was sie täglich antreibt. Haut so mal die Herzen außer und macht so mal ein bisschen Energy ab. Da war ich noch so. Aber jetzt habe ich alles perfekt eingestellt. Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt offiziell auf der linken Seite ein Handy, auf der rechten Seite ein Handy. Ich habe alles unter Kontrolle, liebe Andrea. Ich freue mich mega. Schön, dass du da bist. Und ich freue mich einfach wahnsinnig auf unser heutiges Interview. Aber ich hätte gesagt, wir stoßen einmal an. Wir stoßen einmal an auf das, so gehen wir auf unsere Zusammenarbeit stoßen wir an und noch viel mehr auf das, was du in den letzten Wochen wirklich gerockt hast. Auf das stoßen wir noch viel mehr an. In der Community intern wissen sie ja, was du für Wahnsinnige, ich sage immer, der Andrea-Spitzname ist die Kundengewinnungsmaschine. Und sie wird heute ein bisschen mehr aber sicher sein, liebe Andrea, ich will gar nicht viel vorwegnehmen. Stell dich einmal kurz vor und erzähl einmal da draußen, denn Menschen, wer du so bist, was du machst und wo du herkommst. Also mal einen wunderschönen guten Abend an alle da draußen. Ich kann euch leider nicht sehen. Ich hoffe, die Marianne wird ein bisschen kommentieren nebenbei. Ja. Ja, Kundengewinnungsmaschine klingt ja gut, klingt recht lustig, ist aber mit viel Arbeit verbunden. Aber ja. Zuerst einmal vorweg ein bisschen was zu mir. Ich bin ja Andrea, bin 53 Jahre alt, habe zwei fast erwachsene Söhne oder sagen wir mal so meist erwachsene Söhne und ich arbeite seit jetzt mittlerweile 20 Jahren in der Chemie mit chemisch-technischen Produkten und habe im Juli beschlossen, dass Hausfrauen diese Produkte auch ganz dringend nötig haben, weil sie diese im Handel nicht bekommen. Ja, und habe bis jetzt dann aufgebaut und habe mich sichtbar gemacht im Internet mit der Hilfe von der Marianne. Die hat mich wahnsinnig unterstützt die letzten Monate. Und ja, seit jetzt einer Woche habe ich jetzt mein Gewerbeschein, bin jetzt wirklich selbstständig und jetzt ist wirklich Vollgas angesagt. Ja, also jetzt ist wirklich 24/7 Kundengewinnung, jeden ansprechen, der mal unterkommt, egal ob es auf der Bank ist oder ob es die Bäckerin ist, die vorbeikommt. Also ja, das ist die einzige Möglichkeit, dass du weiterkommst, sagen wir mal so. Wie geil ist das? Wie viele glauben noch, dass das die einzige Möglichkeit ist, dass man weiterkommt? Und die Andrea ist für mich so das Paradebeispiel dafür. Und ich habe die ja beschrieben in der Vorstellung, der Spruch, was die wirklich beschreibt, ist einfach, starke Frauen werden eben nicht geboren, sondern entwickeln es wirklich aufgrund der Herausforderungen, was sie in ihrem Leben erlebt haben. Und du bist so ein Paradebeispiel dafür. Du bist in einer Hinsicht wirklich so eine richtige, hast du einen Pfeil für den Arsch, aber mit Vollgas und gehst du Vollgas voran. Und was bei dir einfach so ist, du setzt einfach um. Du machst es und du hinterfragst einfach nicht, sondern du kriegst eine Aufgabe, du setzt es um, du kriegst eine Aufgabe und setzt es um. Und auch dieses Kontakten zu sagen, okay, weil ihr müsst euch einmal vorstellen, die Andrea hat online nur in Wirklichkeit bis da zu mir hin nichts gemacht, oder? Gar nichts, oder?
gar nichts, überhaupt nichts. Ich habe hin und wieder vielleicht einmal einen Spruch gepostet, aber das war alles, was ich gemacht habe. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was so live ist. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man eine Story macht. Ich war da komplett, das ist für mich komplettes Neuland. Altersbedingt habe ich damit gar nichts zu tun gehabt. Das ist einfach so, ja. Genau, ich wollte gerade vorher sagen, du bist ja noch eine Generation oder bist eine Generation, die was ja mit dem ja nicht so in Verbindung war, immer wie andere. Und durch Corona hat sich einfach total viel verändert. Das ist sogar bei mir so gewesen, dass ich gesagt habe, in der Zeit, wo Corona gekommen ist, habe ich einfach zum Umstellen angefangen. Und ihr müsst euch vorstellen, die Andrea geht seit, gerade heute nachgerechnet, ich glaube, 7 Wochen sind es jetzt aktuell oder 8 Wochen knapp. Und ich muss dir mal vorstellen, du gewinnst regelmäßig Kunden über Social Media mittlerweile. Ja, das und stimmt. Das ist so krass. Und was mich einfach extrem inspiriert hat, war diese Aussage, du musst einfach diese Einstellung ändern zu dem, was du tust, online auch. Und das ist so genial, weil oft sieht man die jungen Häschen, die was irgendwelche Zweifel haben, da online irgendwas zu machen. Und du kommst da daher, hast eigentlich null Erfahrung im Online und sag, hab einfach eine geile Einstellung und geh einfach raus und sprich mit den Menschen. Was ist denn so deine Meinung dazu? Wie viel macht denn die Energie aus und die Begeisterung im Business? Die Energie sind für mich persönlich 100%. Also Energie, die muss extrem hoch sein für mich persönlich, ja. Gerade vor allem, wenn es so ein Neuland ist, wie es für mich ist, ja. Und diese Schritte gehen, wenn du sagst, ich gehe meine Schritte, dann ist das eigentlich aus meiner Erfahrung, aus meinem Job heraus schon. Weil ich bin vor 20 Jahren vor die Alternative gesetzt worden. Da sind mir drei Produkte in die Hand gedrückt worden und dann hat es geheißen, so und jetzt mach. Ja? Ich habe Tipps bekommen, aber ich habe mir komplett einen neuen Kundenstock aufgebaut, ohne dass ich irgendwelche bestehenden Kunden gehabt habe. Und ich habe draufkommen müssen, ich habe jeden Tag draufkommen müssen, wie gehe ich mit dem Kunden um, was tue ich, was mache ich. Ich habe mich jeden Tag verändert. Und genau dasselbe mache ich jetzt auch. Man kann niemand irgendetwas vorgeben, dass er das und das machen soll. Das geht nicht, das ist unmöglich, weil jeder Mensch anders ist. Aber du musst gehen, du musst einfach gehen und musst beobachten, wie reagiert dein Gegenüber. Und wenn du siehst, das Gegenüber reagiert, dann mach dort weiter, hack dort ein, mach dort weiter, intensivier das. Und hör niemals auf, das ist die einzige Möglichkeit, wie gesagt, vorher schon. Geil, und ich finde es so geil, weil die Andrea wirklich im Vertrieb einfach wahnsinnig Erfahrung drin hat. Und sie beschreibt es einfach auch in der absolut richtigen Weise einfach auch und Network oder egal, Produktvertrieb, Direktvertrieb, wie sie es sagen wollt, ihr lernt es in dem, dass ihr tut. Ganz einfach. Gibt es denn einen perfekten Satz, denn, was man für alle Kunden anwenden kann? Ah, den gibt es nicht. Den gibt es auf keinen Fall. Das ist ganz viel Intuition, ganz viel Gefühl. Lernt man aber auch nur durchs Tun. Genau. Einfach durchs Tun wirklich die Menschen besser verstehen lernen. Und ich kann so von mir sagen, einfach auch in meiner Zeit, wie ich begonnen habe im Network, ich hatte ja keine Ahnung. Ich bin ja früher in der Gastronomie gewesen, die sind gekommen zu mir und haben eine Spritze bestellt. Ich habe nie wen ansprechen müssen und sagen müssen, da bist du mein Produkt. Nein, die sind von allein zu mir gekommen ins Geschäft. Und es war für mich eine extreme Umstellung. Aber einfach zu lernen, indem man geht. Und ich habe ganz viel Blödsinn einfach auch geredet teilweise. Und einfach auch nicht so dieses hochperfekte Business- oder Kundengespräch geführt. Aber indem man tut, lernt man einfach. Und das ist so wichtig. Und ich weiß nicht, wenn du so jetzt so diese Zeit Revue passieren lässt und du neue oder diese Youngsters siehst im Network, die was ganz frisch starten oder im Vertrieb starten, welche drei Top-Tipps würdest du denen mitgeben? Du sagst, okay, das, die drei Top-Tipps und dann geht's mit Vollgas los. Hohe Energie, lasst euch nicht abhalten von anderen, die ganzen Bremsen, hört einfach nicht hin. Es ist nicht wichtig, ob die Bremsen wollen oder nicht, sie sind einfach nur zu faul, zu schwach oder wie auch immer, was sie selber machen. Ja, es ist so. Und der dritte Tipp ist der, niemals aufhören. Niemals aufhören, einfach weitergehen, gehen, gehen, egal ob es auch einmal Rückschläge gibt oder nicht. Und das ist total spannend, weil du das jetzt gerade sagst, gibt es bei dir auch Bremsen?
Natürlich, natürlich. Und dann war es bei dir immer alles Happy Baby Sonnenschein. Aber der Nein, Lehrer nein, glaubt mir immer, und das ist ja nein. bei mir auch so, viele Menschen glauben mir immer, ah ja, aber der funktioniert alles für selber. Das funktioniert alles für selber und bei Andrea funktioniert alles reibungslos und der hat nie Herausforderungen. Aber wie gehst du mit Herausforderungen um? Ich sage immer so, Herausforderungen sind dazu da, dass man sie beiseite schafft, dass man daraus Erfahrung sammelt und dass man eigentlich gewachsen daraus hervorgeht. Man wächst nur durch Herausforderungen, man wächst nicht dadurch, dass der Weg immer geradeaus geht. Wie viele von euch glauben auch noch, dass es so ist? Herausforderungen sind da, um zu wachsen. Und das ist einfach ganz normal im Leben. Und das Leben ist ja, wie ich sage immer, das Leben ist ja keine gerade Linie, sondern das Leben ist wie der Herzschlag. Und sonst, wenn es eine gerade Linie wäre, wären wir schon lange gestorben. Aber es ist einfach wie der Herzschlag, es geht auf und ab und auf und ab. Und genau in diesem gefühlten Ab, sage ich mal, wo man immer, wo man denkt, jetzt geht es wirklich bergab und es geht gar nichts mehr. Da wächst man am meisten. Und da ist es umso wichtiger, einfach dran zu bleiben und diese Schritte zu gehen. Aber du hast in Wien, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, und Coach dir was ganz was Geiles gesagt, wie du mit Problemen umgehst. Und das hat, ich muss heute noch lachen drüber, so dieses Aussitzen. Was? Und Ah, das mit dem Aussitzen, ja, mit Problemen, ja, das ist wirklich so. Also, das habe ich nicht nur so dahingesagt, ich tue das wirklich, ich habe das auch gelernt im Geschäft. Gewisse Probleme tue ich heute aussitzen, so wie die Kirche früher das getan hat. Ja, weil wenn man sie ein bisschen aussitzt, dann lösen sie sich oft von selbst, ohne dass man irgendetwas dazu tun muss. Beziehungsweise, wenn man sie aussitzt, wird man selber, man denkt drüber nach und man kann diese Probleme oft viel leichter aus der Welt schaffen. genau, wir Frauen haben ja oft so diese Herausforderung dabei, wir machen uns ja schon Sorgen, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Meistens ja Dinge passieren ja gar nicht so, wie man sich's vorstellt. Das ist ja immer das. Das ist ja wieder gar nicht so schlimm, wie man sich's vorstellt, oder? Kennt ihr sowas, wo eine Situation eintritt, wo man die schlimmsten Dinge sich vorstellt und in Wirklichkeit kommt's meistens erstens einmal ganz anders und meistens nie so schlimm, wie man sich's überhaupt vorgestellt hat. Das heißt, einfach auch so, wie Andrea da wirklich einen geilen Tipp gerade gesagt hat, einfach mal aussitzen. Einfach einmal, ich sage immer, dieses Backerl zur Seite schieben. Und meine Taktik ist auch so ein bisschen wie der Andrea, wenn eine Herausforderung kommt, und ich nenne es gar kein Problem, ich nenne es Herausforderung, dann schaue ich diese Herausforderung an und denke mir, kann ich jetzt etwas dagegen tun, in dem Moment? Und wenn ich nichts dagegen tun kann, sofort, und die Herausforderung nicht beiseite schaffen kann, dann nehme ich wirklich so, wie so ein Backerl, in die Hand und stelle es auf die Seite. Punkt, aus, Ende. Und dann gehe ich einfach weiter. Und so wie du sagst, dann löst sie meistens solche Dinge ganz von alleine. Die Sarah schreibt gerade, sich Sorgen machen ist wie ein Pflaster auf die Haut zu kleben, bevor man sich überhaupt verletzt hat. Genau, das ist die richtige Aussage dabei. Definitiv. Und was ist denn so dein Jahresendziel für heuer? Ich habe gerade erst angefangen, Was aber ich war habe das? jetzt, Andrea hat das gestartet. Also, definitiv. genau, aber ich habe mir zum Endziel für 31.12.2022 habe ich mir gemacht, ich möchte 2.000 € Provision verdienen. Sehr geil. Wie viele glauben, dass die Andrea das schaffen wird? Also, ich bin definitiv überzeugt davon. Und ich kann euch nur sagen, die Andrea ist am Sonntag, hat sie einen Stand gemacht bei dir in der Nähe irgendwo mit deinen Produkten. Und alleine an diesem Tag hast du 12 neue Kunden gewonnen, oder? 12 Ja, Kunden. ja, ja. Also für mich absolut Wahnsinn. Du bist wirklich so, weil du einfach auch ein Magnet geworden bist für Menschen. Und schaut echt gerne mal auf der Andrea ihr Profil. Man merkt einfach wirklich diese Leidenschaft, diese Energie, diese positive Energie mit dem, was sie an diese Sache rangeht. Und um das geht's. Und das ist total spannend zu beobachten. Menschen nämlich, so wie die Andrea, ist es jetzt nicht diese Generation, sag ich mal, wo jeder sagen wird, okay, das wäre jetzt perfekt für Facebook sichtbar zu machen und ja, yeah, ich gehe jetzt voran. Und das ist alles einfach und leicht. Aber was die Andrea hat, die Andrea geht alles, was sie tut, positiv ran. Und wenn die Einstellung positiv ist, dann kann das nur geil werden. Und ich sehe es immer wieder. Menschen, die Kontakten auf Facebook oder mit Menschen in Kontakt treten, wenn du mit einer geilen Einstellung hingehst und mit einer geilen positiven Energie hingehst, dann hast du
Zu 100% andere Ergebnisse. Es geht nur um deine Energie und deine Einstellung und deine Begeisterung. Die entscheiden über deine Ergebnisse. Wir glauben immer, wir brauchen den perfekten Strategieplan, den perfekten Zielplan, die perfekte Struktur und was noch immer alles und den perfekten Fahrplan. In Wirklichkeit braucht es das zu Beginn nicht, wenn man mal losstartet. Einfach einmal Vollgas zu geben und einfach mal nicht links und rechts zu schauen, oder? Es gibt niemanden, der unperfekter ist wie ich. Ich bin im Planen unperfekt, ich bin im Timing unperfekt, ich bin im allem eigentlich unperfekt, aber ich gebe meine Schritte. Das ist eigentlich alles, was ich mache. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich, wenn die Kunden jetzt dann wirklich, wenn es so weitergeht mit den Kunden, dann werde ich ein bisschen perfekter werden müssen, ob ich will oder nicht. Aber ja, ich schiebe es noch ein bisschen vor mich hin. Das passt auf jeden Fall. Und diese Struktur am Plan, die kann ich nur von mir sagen, ich habe es in Wien auch erzählt. Für mich war Ende 2021 aufgrund meines Wachstums, meines Unternehmens, war einfach der Punkt erreicht, wo einfach ein bisschen mehr Struktur und Plan kommen hat dürfen. Und das darf alles sein. Und wie viele von euch da erinnern, sind bekennende Chaos-Queens? Also ich bin definitiv eine bekennende Chaos-Queen und die Andrea ist es auch. Und ich habe ganz, ganz viele einfach in meiner Community, die was so bekennende Chaos-Queens sind. Und das ist vollkommen in Ordnung. Warum? Weil auch das darf sich mitentwickeln. Es muss nichts Hochperfektionistisches sein. Und Perfektion ist meistens nur Ausrede. Ich muss noch das perfekte Wording finden, den perfekten Satz. Ich kann noch nicht rausgehen, weil ich muss noch alle Produktinhaltsstoffe wissen. Das höre ich ganz oft im Network. Oder ich muss noch ein Vision Board machen. Ich muss noch meine perfekte Kontaktliste schreiben. Und ich muss und ich muss und ich muss. Und in Wirklichkeit lenkt man sie nur ab mit den einkommensproduzierenden Tätigkeiten. Und was sind die einkommensproduzierenden Tätigkeiten, liebe Andrea? Schreiben, kontakten, mit Menschen kommunizieren. Genau, so ist es. Und ja, das darf man jeden Tag tun. Und ihr habt den großen, großen Vorteil, dass ihr im Network und im Vertrieb ja alles am Servierterblatt serviert kriegt. Die Andrea baut sich da gerade selbst ein Unternehmen auf. Das ist auch noch ein ganz, ganz großer Unterschied, denn sie baut sich ein eigenes Netzwerk mit den Produkten auf. Und wenn Sie im Network Marketing seid, mit einem Unternehmen an der Seite, ihr habt den großen Vorteil, eure einzige verdammte Aufgabe ist, sage ich mal, mit Menschen in Kontakt zu treten. Euer Business, eure Produkte einfach vorzustellen und mit Menschen drüber zu sprechen. Und da sehe ich einige Chaos pur, Chaos hoch drei. Also es sind einige Chaos Queens in der Community, das freut mich sehr. Und meistens ist es ja Gleiches und Gleiches zieht sich immer an, das ist einfach so. Evelyn schreibt auch, wir dürfen wachsen, strukturieren und die Evelyn ist auch so ein Paradebeispiel dafür. Und ihr habt da sehr, sehr viel Ähnlichkeit in dem, ihr seid generationstechnisch einfach so und ihr seid wirklich Bauerfrauen, die nichts damit zu tun haben gehabt mit dem Online und mittlerweile so geil performen, das ist absolut Wahnsinn und nicht 3 Jahre dafür gebraucht haben, ihr müsst euch vorstellen, die Andrea macht das seit ein paar Wochen. Und gewinnt einfach so Kunden und Geschäftspartner fast im Schlaf, würde ich sagen. Ich wäre fast ein bisschen übertrieben. Aber ein bisschen schlaflos im Moment, sagen wir so. Ein bisschen schlaflos, aber einfach zu tun und sich einmal, ich sage einmal, einzulassen drauf. Und ich habe oft, ganz oft zu Beginn gesagt, wie wir begonnen haben, auch mit dieser Sichtbarkeit und Facebook ein bisschen mehr zu verstehen lernen. Das war 2020. Habe ich oft gesagt, na, das kann nicht funktionieren. Du musst ein Influencer sein, um wirklich erfolgreich zu sein. Du musst tausende Follower haben und musst ganz viele Menschen auf deinem Profil haben, dass du erfolgreich bist. Das ist ein kompletter Schwachsinn. Fakt ist, du darfst lernen, wie du dich authentisch online zeigst, wie du mit Menschen in Kontakt trittst, wie du Vertrauen aufbaust. Menschen brauchen Vertrauen, um bei dir zu kaufen. Ganz einfach erklärt, wenn du keine Kunden und Geschäftspartner gewinnst, liegt es einfach nur an 2 Dingen. Entweder bist du einfach faul und du gehst einfach nicht in Kontakt mit Menschen oder sie haben einfach nur zu wenig Vertrauen. Ganz einfach, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Und ich sage immer, diese Online-Währung ist Vertrauen und kommt morgen wirklich in die Community. Für alle, die uns am öffentlichen Profil heute zuschauen
kommt in die Community morgen um 9 Uhr früh, bin ich wieder live mit dem Thema Online-Sichtbarkeit. Morgen geht es wirklich darum, werde zum Online-Kunden- und Geschäftspartner-Magnet. Wer von euch möchte wirklich ein Online-Magnet werden? Also einfach geht es ja dann nicht mehr. Ich sage, ich habe es jetzt gesehen wieder am Wochenende, wie ich so gelenkt bin im Bett, mir hat es ein bisschen gesundheitlich ausgenockt. Die Nachwirkungen hört man noch ein bisschen an meiner Stimme. Und wenn ich so denke, ich bin im Bett gelegen und habe mit den coolsten Menschen vor in Kontakt. Wie geil ist das eigentlich? Wie cool oder wie einfach kann es laufen? Und es gibt halt, also ich würde mich deine Meinung mehr dazu interessieren, Andrea. Wenn ich dich heute fragen würde, wie wichtig ist die Online-Sichtbarkeit? Wie wichtig ist Online? Für mich ist heute, nach ein paar Wochen jetzt, dann eigentlich die Online-Sichtbarkeit eines der wichtigsten Dinge, weil du so viel Zuspruch kriegst, weil das Ganze so viel Mut macht und weil du wirklich etwas entgegenkommt. Bei mir ist es so, mein Job mit Kunden in Kontakt zu treten, nicht online, den kenne ich, das weiß ich, das funktioniert, das kann ich. Ja, aber für mich ist die große Herausforderung dieses Online und das ist das, was mir im Moment den kompletten Halt gibt, weil es etwas komplett was Neues ist. Und weil das für mich ja fast ein bisschen nicht ganz realistisch, ich realisiere es momentan gar nicht so richtig, weil es einfach so gigantisch ist im Moment. Mega. Und was auch bei dir auf jeden Fall ist, du hast wirklich in diesen kurzen Wochen, wo du das machst, wirklich schon Fans gewonnen auf deinem Profil. Mhm. In Wirklichkeit, Menschen werden zu deinen Fans. Wenn du die online wirklich authentisch zeigst, so wie du bist, und schaut wirklich auf dein Andrea-Profil einmal, alleine deine Lives, du sagst, wie es ist, du nimmst dir kein Blatt vor den Mund und das finden Menschen einfach genial. Wir glauben auch noch, dass authentisch online aufzutreten eines der wichtigsten Punkte ist. Nicht dieses Roboterhafte oder nicht diese Perfect World immer darzustellen, sondern wirklich die authentische, ehrliche Art zu zeigen und einfach so zu zeigen, wie man ist. Und dann gewinnt man einfach Fans. Und das ist einfach wichtig, wirklich die Community zu Fans zu machen und da Vertrauen aufzubauen. Und dann geht Kunden- und Partnergewinnung einfach. Spaß. Das stimmt. Das Spaß. Ist einfach Spaß. Und du brauchst für Rückmeldungen. Das ist das, was einen eigentlich dann wirklich antreibt und weiter vorantreibt, ja. Mega. Also du kannst mega stolz sein. Wir stoßen nochmal an. Einmal zwischendurch hätte ich gesagt, meine Stimme braucht ein bisschen Ölung. Ihr hört es. Vielleicht hilft es was. Schaut es nicht, hilft es nicht. Oder wie? Oder hilft es nicht, schaut es nicht. Ist so. Schauen wir. Julia schreibt rein, nochmal Bandi definitiv. Einfach wirklich seinen Weg zu gehen und einfach zu sagen, okay, ich ändere meine Einstellung und ich gehe einfach wirklich voran, um diese Geschichte einfach neu zu schreiben über diese Person, wie ihr seid. Ihr könnt euch eure Geschichte jeden Tag neu definieren und das ist ja das Geile dran an dem Ganzen. Liebe Andrea, was sind deine abschließenden Worte heute? Also ich hab's, grundsätzlich hat noch jemand Fragen an die liebe Andrea. Vielleicht hatte noch jemand eine Frage an dich. Gibt es Fragen? Also ihr könnt das jederzeit gerne in den Chat schreiben. Prost auf euch, bin froh dabei zu sein. Sehr cool. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in den Chat. Ihr könnt es natürlich auch gerne im Nachhinein, wenn euch noch etwas einfällt. Wir haben die Lives bei mir gespeichert. Wir haben den Chat unter Kontrolle. Das heißt, wenn eine Frage noch auftaucht, ist es überhaupt kein Problem. Ich freue mich einfach wahnsinnig, Andrea. Du bist mir einfach mega ans Herz gewachsen. Ich habe einfach auch in Wien am Coaching Day gesehen, was du einfach für herzliche Persönlichkeit bist. Du bist einfach, du bist in einer Hinsicht wirklich eine komplette Kanone und gehst mit Vollgas voran. Aber in der anderen Hinsicht hast du einfach eine Herzlichkeit und eine Empathie, was einfach wirklich bewundernswert ist. Und ich bin einfach wirklich mega stolz, solche Frauen wie dir in der Community zu haben, weil es einfach ja, geil ist, mit solchen Frauen zusammenzuarbeiten. Danke schön. Deine abschließenden Worte an die Community. Einmal danke schön, liebe Renate.
Marianne, Entschuldigung. Ah, hallo, wo war ich denn jetzt? Ich Marianne, danke schön für deine wirklich tollen Worte. Andrea, für dich bin ich ja gerne die Renate. Nein. Ich war jetzt momentan ein bisschen verwirrt. Ja, siehst du, es passiert. Oder? Genau. Du warst schon beim nächsten Kunden, gibst du zu. Ja, in etwa so, da war ich jetzt dann gerade. Sollte man nicht tun in einem Live, ich weiß. Genau, aber es passt auf jeden Fall. Na, danke noch einmal für deine ganz, ganz lieben Worte. Ich kann das nur zurückgeben. Ich muss sagen, du hast mir irrsinnig viel geholfen und hast mir eigentlich dorthin gebracht, wo ich heute bin, weil allein hätte ich nicht gewusst, wo ich anfangen soll. Und abschließende Worte. Da muss ich vielleicht noch eine kleine Geschichte erzählen, warum ich zu meinem Business gekommen bin und warum ich mich eigentlich dazu entschlossen habe, dass ich das mache, was ich jetzt gerade mache. Wir haben Corona hinter uns im Großen und Ganzen. Wir haben da alle möglichen Schwierigkeiten. Es wird im Moment gerade alles wahnsinnig teuer. Ich sehe ganz viele Menschen, die wirklich finanzielle Probleme haben und nicht mehr wirklich wissen, wie sie vom einen Monat aufs nächste kommen. Und ich habe auch ein gewisses Alter und irgendwann möchte ich gerne in Pension gehen, was im Moment nicht unbedingt so rosig ausschaut, sagen wir so. Und ich habe zwar Freundinnen von mir, die eigentlich schon einmal nachgefragt haben, wie das ausschaut mit der Pension, und die haben dann einen Bescheid bekommen, in 10 Jahren oder mit 65, sagen wir so, mit 65 dürfen sie in Pension gehen. So, jetzt bin ich 53, jetzt soll ich nur 12 Jahre arbeiten, dann darf ich mit 65 in Pension gehen. Und möglicherweise mit einer Mindestrente, weil kein Geld mehr da ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich möchte nicht in diese Altersarmut, auf keinen Fall. Und das ist der Grund, warum ich mir jetzt ein zweites Standbein aufbaue. Ich will nicht mit 65 dann vielleicht nur putzen gehen müssen, damit ich mir mein Haus leisten kann. Und das war eigentlich so meine Überlegung, die dann zu einer Vision worden ist. Ja, und heute bin ich da. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich das getan habe. Und meine lieben Damen, überlegt alle ein bisschen. Bei vielen, viele sind in derselben Situation. Überlegt, was ihr tut. Nicht jeder hat einen Mann zu Hause, wo Pensionen zusammengelegt werden. Irgendwann werden wir ein großes Problem haben. Und deswegen kann ich nur sagen, zahlt es wirklich an, gebt Gas und macht was draus. So schaut's aus. Und wartet nicht, wie sagt der Dreh immer, auf den Weihnachtsmann. Sondern gebt einfach wirklich Gas, und ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, weil es wirklich so ist, wie es ist. Es ist einfach echt, es wird einfach viel, viel zu wenig gesprochen darüber, über diese Altersarmut. Viel, viel zu wenig. Es gehört viel präsenter einfach gemacht, dass wir Frauen einfach unseren Weg gehen dürfen. Und auch wir dürfen uns etwas aufbauen und dürfen eine Entscheidung für uns treffen. Geht's voran, macht's was draus, macht's aus euch ein Business. Ihr habt alle etwas in der Hand, ein Geschenk, das was euch frei machen kann. Ich wünsche euch einen mega, mega schönen Abend, liebe Andrea. Mega, dass du da warst. Ich glaube, du hast einige Fans dazu gewonnen gerade, würde ich mal sagen, weil du hast es nicht gesehen, aber es war durchgehend, sind die Herzen geflogen, durchgehend. Also, Dankeschön, du kannst dir das Live gerne nochmal anschauen. Ich finde es mega, und wir sehen uns morgen pünktlich 9 Uhr zur Lifetime, werde zum Online-Kunden und Geschäftspartner mal geht, und dann gehen wir mal Vollgas. Und ich freue mich auf den morgigen Tag. Einen wunderschönen Abend und danke, liebe Andrea. Schönen Abend, alles Liebe, danke, tschüss.